Willkommen zurück zu einer neuen Episode hier im Jagged Alliance 1.13 Stream. Ja, ich habe es mit Hilfe meiner Söldner tatsächlich geschafft, Drassen zu verteidigen und dort eine riesige Menge an Söldnern Söldnerleichen zu hinterlassen, aber auch eine riesige Menge an Leichen von Milizen. Und jetzt werde ich den Loot verteilen und entsprechend meine Leute ausstatten mit dem, was sich lohnt. Genau. Ich hatte damit in meinem letzten Stream schon ein bisschen angefangen. Aber jetzt geht's weiter. Und ja, sofern das dann fertig ist, werde ich natürlich auch schauen, dass ich meine Söldner hier mal, oder insbesondere dem Trevor, mal den Vertrag verlängern kann. Denn, oh, ich habe jetzt 100% Loyalität in Drassen. Na, das hat sich doch gelohnt, dass ich das Ding, die Stadt zurückerobern konnte. Ja, was sagt denn die Mine jetzt hier? 7200, das ist doch ganz wunderbar. Und der Trevor, der wird wahrscheinlich jetzt hier, dann weißt du, dass du erst das Sahne kriegst für dein Geld. Einiges verlangen für eine Woche. Also ein Tag kostet jetzt schon 4400. Der hat ja 2 Erfahrungspunkte gemacht. Das heißt, das wird echt eine teure Angelegenheit. Ich muss ihn dann morgen erstmal einen weiteren Tag geben. Es wird generell schwierig. Es wird generell schwierig. Ich hoffe, ich finde in der Mine noch ein bisschen was an Silber, sodass ich vielleicht davon noch ein bisschen was bezahlen kann. Aber es wird sehr, sehr teuer und ich hoffe, ich kann einiges rausholen. Und was ich dann jetzt hier an, ich gehe da auch davon aus, dass hier sehr viel übrig bleiben wird an Loot. Und das werde ich versuchen, möglichst zu verteilen an meine, naja, nicht verteilen, also ich werde versuchen, dass den Loot halt rüberzubringen in die Gebiete, wo es einen Händler gibt und den dann auch verkaufen. Genau, aber um dazu zu kommen, muss man natürlich erstmal wissen, was man überhaupt verkaufen möchte. Und das ist jetzt quasi der Auftrag. Ich werde durchgehen und gucken, was davon weg kann und was ich aufheben möchte. Gut. Erst einmal kriegt Grizzly eine Feldflasche, denn er ist einer der wenigen Söldner. Ira hat auch noch keine Feldflasche, der noch keine hat. Und es ist immer gut, eine Feldflasche dabei zu haben, falls man einen ordentlichen Schuss beispielsweise abbekommen hat und Energie auffüllen muss. Das hatte jetzt Grizzly nicht. Und beim nächsten Mal sieht es vielleicht besser aus. Dann habe ich jetzt Trevor schon die neue Waffe zugewiesen, diese FAMAE, SAF. Diese MP aus chilenischer Fertigung hatte das SIG zum Vorbild. Ach, ich habe ja Discord noch an. Ich gehe nochmal ganz kurz raus und bin gleich wieder da. Und mach mal meinen Discord noch kurz aus. So, kurz speichern. Und ich bin gleich.
Und schon bin ich wieder zurück. Mit Discord an ist immer ein bisschen blöd, weil dann plinkt es hier die ganze Zeit rum. Okay, gut. Ich habe noch ein Problem. Also. Ach ja, Discord hatte ich jetzt zwar aus, aber das Fenster vom Explorer direkt vorm Chat. Also, das ist mir dann auch nix. Ich will natürlich sehen, wenn ihr was schreibt und das dann auch gerne kommentieren. Okay, also, ich habe es geschafft. Diesen Sektor einzunehmen und jetzt werde ich den Loot verteilen. Was ein bisschen problematisch ist, ich habe jetzt kein Geld aktuell, um Milizen zu produzieren, aber ich hoffe, das reicht dann aus der Mine zusammen mit dem Geld aus der Mine, dass ich die ersten Milizen wieder produzieren kann. Und dann muss ich Trevors Vertrag dann morgen verlängern. Das passt ja noch. Passt es noch? 18 Stunden? Boah. Ich hoffe, das passt noch. Ich hoffe, das passt noch. Das könnte nämlich echt schwierig werden, Trevors Vertrag zu verlängern. Sonst geht der mir von der Fahne, wenn ich ihn nicht verlängern kann. Aber, also er bleibt jetzt noch 18 Stunden bei mir. Ich weiß halt nicht, wann das Einkommen kommt. Das ist das Problem. Es kann sein, dass er genau dann kommt, oder dass das Einkommen genau dann kommt, wenn er geht. Und das wäre halt echt schwierig. Ich will nicht, dass er geht. Er soll bleiben. Sonst macht es ja, das andere macht ja auch nicht so viel Sinn, ihn denn dann direkt danach wiederzuholen. Okay, naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich hoffe, das geht sich aus. Okay, gut. Zurück zum Loot. Hallo, Tyrawal. Ja, es ist okay. Es ist okay. Ich will auch keine Konkurrenz aufmachen. Ich muss ja jetzt erstmal hier eh den Loot einsammeln und das ist vielleicht auch gar nicht so super interessant, wie ich das jetzt hier alles verteile. Aber schön, dass du schon am nebenbei her laufen lassen bist. Genau. Okay, also ich glaube, Helmer sind wir jetzt, mit Helmen sind wir ausgestattet. Die kann ich also alle irgendwo beiseite legen. Oder kann ich sogar stacken. Bis zu 15 Stück. Schutzwesten haben wir auch. Das ist auch kein Problem. Die legen wir ja auch beiseite. Was interessant ist, ist die Kevlar-Weste. Die Pilotenjacken legen wir auch beiseite. Denn eine Kevlar-Weste hat die Ira nicht und die Fox nicht. Und die geben wir ja jetzt, ist tatsächlich jetzt erstmal ein Verlust an Rüstung, aber das liegt daran, dass die nicht vollständig repariert ist. Und das ist das, was Trevor als nächstes auch gleich machen wird, und zwar losreparieren. Während wir hier die Items verteilen, ändert sich oder ja, wird die Zeit nicht größer. Das heißt, wir haben jetzt hier alle Zeit der Welt, die Items zu verteilen, ohne dass wir irgendwie Zeit verlieren und wenn ich den jetzt auf Reparieren schon einstellen würde, dann würde er auch nichts reparieren können, weil ja keine Zeit vergeht. Okay, so. Dann
Gab es auch eine Tastenkombination, um alles zu entladen und zu gruppieren? Das ist vielleicht schon mal was, was ich machen sollte. Ich muss mal eben gucken, wie das geht. Moment mal, taktische Ansicht. Nee. Ah, auf der Rückseite. Alle im Sektorinventar befindlichen Waffen entladen und Attachments auch von Rüstung abbauen. Das ist STRG, nee, Shift und F. Funktioniert nicht. Ist es wichtig, dass es ein großes F ist? Nö. Shift F funktioniert nicht. Shift S ist alles zusammenfügen. Funktioniert auch nicht. Tja. Egal. Egal, dann mache ich es per Hand. Ist auch okay. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert. Drück mal Shift F. Nö, geht nicht. Okay, wir haben Energiebooster. Das ist auch eher was zum Verkaufen, weil ich. Was soll man mit so vielen Energieboostern? Den Wodka, den kriegt auf jeden Fall Ira. Wobei, ich guck mal, wer unsere höchsten Sprengstofffähigkeiten hat. Das wird sehr wahrscheinlich Trevor sein. Nicht, dass hier irgendwas schief geht. Trevor kriegt den Wodka. Trevor verbindet Wodka mit On. Putzlappen. Trevor hat eine wunderbare neue Waffe. Und die gibt der dann idealerweise an Grizzly. Grizzly hat ja jetzt ein Holster übrig. Den nehmen wir mal raus. Den brauchen wir nämlich erstmal nicht. Und dann gucken wir mal. Genau, dann haben wir nämlich noch Platz für eine. Ach ja, den brauchen wir wahrscheinlich erstmal doch. Ja, gut. Müssen wir mal schauen. Wir haben die andere Pistole, haben wir auch. Müssen wir mal schauen. Ist noch ein bisschen unklar, wie ich das mache. Aber Grizzly sollte auf jeden Fall den Molotow-Cocktail bekommen, weil er ist ja unser Grenadier und ich denke, das wirkt sich auch auf den Molotow-Cocktail aus, diese Fähigkeit. So, ebenso müssen wir den Stein nicht mitnehmen und wir können mal gucken, ob wir die Medipacks wieder auffüllen können. Zumindest das von Ira. Das ist ein bisschen angefangen und die Arztkoffer. Die sind okay. Trevor's Medipack auffüllen. Chris' Medipack ist voll. Chris hat noch einen Arztkoffer, ist auch voll. Arztkoffer von Fox ist voll. Medipack kann aufgefüllt werden. Was ist denn das? Erste Hilfekasten, ja. Okay. Gut, das haben wir hier. Noch ein bisschen was übrig. Idealerweise würde ich es auch Grizzly geben, aber der hat keinen Platz mehr. Der hat keinen Platz mehr. Und der muss sich aus dem anderen Sektor dann den Rucksack holen. Okay. Grizzly kriegt auch die Granaten als unser Grenadier. Wir haben noch eine Nebelgranate und eine Tränengasgranate. Die Tränengasgranate ist schon ganz interessant, denn wer im Tränengas steht, der wird da weggehen. Das kann man gut als Blocker einsetzen. Die Nebelgranate ist eher ein Sichtschutz. Ach, Grizzly hat ja noch eine andere, eine zweite Tränengasgranate. Ah, ich könnte sie auch beide in. Ne, das passt gar nicht in diese Tasche. Da passen nur diese Granaten rein, interessanterweise.
Aber die Tränengasgranate nicht. Gut. Okay, die wäre natürlich auch interessant, die dann mitzunehmen. Genauso wie das Holster eventuell, wenn jemand eine Waffe trägt, die dazu passt, so wie Grizzly im Moment. Freakman, ich danke dir für die Rucksackerinnerung, aber ich trage den Rucksack gerade nicht. Grizzly muss ihn erst wieder aufsammeln. So, dann schauen wir uns mal die besten Pistolen an. Erstmals decke ich noch die für welche Waffe ist denn das das Magazin? Haben wir gar nicht. Es ist so, immer am Anfang jeder Runde muss man die Rucksäcke ablegen, weil man dann einen Zugewinn an Aktionspunkten hat. Wenn man den Rucksack immer mit sich rumträgt, dann hat man die ganze Zeit Gewicht, zusätzliches Gewicht mit dabei. Und deswegen ist es immer gut, wenn man am Anfang eines neuen Kampfes in einen neuen Sektor die Rucksäcke ablegt. Und dafür ist die Erinnerung gut. Und ich vergesse es sehr oft, dass ich die Rucksäcke ablege in diesem Moment. Was ich übrigens auch gemerkt habe, ist, dass ich vergesse, ob ich alle Söldner gezogen habe. Also zu gucken, ob ich alle Söldner gezogen habe. Tatsächlich. Gut, ich gucke mal, ob ich die Waffen gegebenenfalls noch auffüllen kann. Ne, die ist voll. Hast du noch nicht zugeguckt? Noch gar nicht? Was? Du hast immer zugeguckt, wenn du, wahrscheinlich wenn du da warst, aber du verstehst das Spiel nicht. Was? Jetzt wundere ich mich. Na, generell ist es so, ich bin halt mit einem Trupp von Söldner in dem Land, um das Land von einer Diktatorin zu befreien. Und im Moment haben wir jetzt gerade mal Omerta, die Rebellenstadt, und eine einzige weitere Stadt erobern können. Und heute Mittag gab es einen großen Gegenangriff auf Drassen und den konnte ich heute Mittag zurückschlagen. Mit viel Speichern und Laden. Und das wird jetzt halt mit den anderen Städten, werde ich da genauso verfahren. Und dazu werde ich dann einfach auch mehr Söldner brauchen und so. Und mich dann Stück für Stück durch jeden Sektor kämpfen und die Welt kennenlernen und sie zurückerobern für die Freiheit. Prinzipiell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, es sind 8, aber es gibt noch ein paar verborgene Sachen, die ich auch noch erobern muss. Also es sind nicht nur die 8 Städte. Es gibt noch ein paar verborgene Sachen. Es gibt Nebenquests. Also es beispielsweise habe ich hier im Logbuch ja noch so ein paar andere. Wobei eine offene Quest habe ich noch, den Helikopterpiloten in der Nähe finden. Die Vorräte von Drassen sind inzwischen in Omerta angekommen, also sind die da versorgt. Und da kommen auch weitere Nebenquests dazu. Und die muss ich dann auch noch erfüllen. Dazu muss ich hin und her laufen. Und ja, es gibt sehr, sehr viel Micromanagement. Und ich muss halt hier dann auch das Inventar. Das ist natürlich jetzt wieder blöd. Dass es jetzt wieder alles flach da liegt. Ich habe das ja extra hier so in die Ecken geschoben. Genau, also ich muss dann auch die Waffen transportieren und zu bestimmten Händlern bringen und dann wiederum zu Geld machen und ja, sowas alles erfordert viel Zeit und ja, muss man halt auch mitmachen.
Genau. Okay. Ich erinnere mich, Trevor hatte die Shotgun. Ich gucke mal, ob ich ihm die Shotgun-Magazine vielleicht geben kann. Ich leere das hier erstmal aus. Und pack die einfach mal alle in die Waffe rein, weil. Okay. Weil ich jetzt nicht wusste, ob die Magazine tatsächlich im richtigen Format sind. Aber sie sind es anscheinend. Und. Oh, stacked genau. Also ich habe jetzt genau 5 Magazine. Und damit 1 zu viel. Mehr oder weniger. Das packe ich wieder an den Rand. Die Pfeile brauche ich nicht. Die Knicklichter sind schon eher gut. Die müsste ich eher doch mitnehmen. So. Hier unten kommen die Sachen hin, die ich vielleicht brauche. Und ich darf das Fenster jetzt nicht wieder schließen. Sonst habe ich das gleiche Problem wieder. Ach so, und das letzte Magazin kommt natürlich in. Oder. Das vorletzte, das kommt in die Waffe selbst. Jetzt hat er auch mal 7 Schüsse mit seiner Pumpgun. Hier würden 4 Magazine reinpassen, aber da passt halt auch eine Pistole rein. Deswegen würde ich auch jetzt ungerne da nur 4 Magazine reinmachen. Da habe ich schon das Maximum an MP-Magazin dabei. Vielleicht braucht er auch gar keine Pistole. Und ich könnte eine kleine Pistole hier auch in diese Tasche packen. Oder noch was in den Rucksack. Die Owen, die will ich natürlich auch am Ende noch mitnehmen. Also eine Pistole dabei zu haben, ist an sich immer nicht verkehrt, weil die immer mit relativ wenig AP auskommt, um die dann in den Kampf zu bringen. Hier ist es beispielsweise so, die Shotgun braucht grundsätzlich 36 AP, wenn ich das richtig interpretiere. Diese neue MP, deren Namen ich Fame, braucht abhängig davon, in welcher Haltung man ist, irgendwie 24, 30 oder 31 AP. Nee, es kommt auf den Feuerstoß an. Der Mündungsfeuerdämpfer ändert gar nichts an den Stats. Okay. Also eine Pistole dabei zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt. Vielleicht so eine kleine Heckler und Koch. Die CZ ist schon wieder größer und die kleine. Ist die Beretta kleiner? Nee. Oder eine 38er Special. 38er Special hat eine Genauigkeit von 4. Die Heckler und Koch hat eine Genauigkeit von 0. Warum hat die 0? Das verstehe ich nicht. Dann nehme ich doch lieber eine 38er Special. Dann könnte ich ihm nämlich den Holster geben. Eine 38er Special. Und dazu Munition. Geladen ist die voll. Okay. So, und dann kann ich nämlich noch mehr Munition mitnehmen. Für die Shotgun kann ich dann alle 4 mitnehmen. Die Drahtschere, ja, kann ja erstmal da bleiben. Und für die MP würde ich dann 6 Magazine mitnehmen. Natürlich 6 volle. Bin ich sicher, ja, da sind auch noch leere dabei.
So, jetzt ist nur noch ein leeres Magazin dabei. Packe ich nach oben. So. Forge of Empires ist doch eigentlich auch viel Micromanagement, so gesehen. So die Stadt umbauen und das Maximum rausholen an Effizienz. Ist doch auch viel Micromanagement. So, dreimal die Makarov PM, zweimal eine CZ. Okay. So, Trevor ist mit Waffen ausgestattet, würde ich sagen. Damit bin ich soweit okay. Das ist die gleiche Special, die ist nun nicht repariert. Im Gegensatz zu der, die Trevor jetzt hat. Das sind die gleichen Waffen, die kann ich... Ne, die sind doch nicht gleich. Ne, das sind... Ah, doch unterschiedlich. Doch unterschiedlich. Okay. Okay, gut. Das ist einfach mal ein exotisches Magazin hier. Okay, Trevor ist erstmal in Ordnung, denke ich. Vielleicht gebe ich ihm die Owen auch noch zurück, weil der hat noch Platz in seinem Dingens da. Und die Knicklichter vielleicht. Vielleicht kann Trevor einfach mal die Knicklichter mitnehmen. Falls wir in der Nacht dann mal Beleuchtung brauchen. Das kommt sicherlich vor. Okay. Gut, falls wir mal einen Nachtkampf haben, dann ist es immer nicht schlecht, wenn man so ein paar Knicklichter dabei hat, um ein bisschen Licht zu machen. Gut. Dann gehen wir weiter zu Chris. Chris hat diese SA. Was steht denn hier Schönes? Diese tschechische MP wurde von 1949 bis 66 produziert und vornehmlich in Ostblockländern geliefert. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Tut aber nichts zur Sache. So, da können wir erstmal die Magazine. Das ist doch das gleiche Magazin hier. Das auch. Kriegt er erstmal drei volle Magazine. Passen die hier ineinander? Passen sie. Okay. Und mit seiner Tokarev. Das ist ja eigentlich auch die ideale Waffe. Da hat er nämlich die gleiche Munition. Und für die Waffe kann ich dann im Prinzip hier auch noch Munition in seine Taschen stecken, in seine Hosentaschen. Und dann belegen die keinen weiteren Platz. Und dann überlege ich, ob ich jetzt für seine MP nochmal die Magazine umkonvertiere. Und ich muss mal gucken, ob ich irgendwo vielleicht das anbringen kann. Ich habe ja jetzt hier... Nee, an seine neue... Ja, da brauche ich erstmal Sturmgewehre, denke ich. Das sind halt alles keine Sturmgewehre. Guten Abend, Tosa. Schön, dass du reinschaust. Na, hast du zu Ende gespielt? Okay. Dann hätten wir das erstmal erledigt. Ja, sein Zweibein kann ich leider immer noch nicht verwenden. Habe ich nicht sogar zwei Brechstangen? Genau, ich habe zwei Brechstangen. Ich brauche nur definitiv nur eine Brechstange. Die lasse ich hier. Die andere Brechstange nimmt Chris. Die lassen sich nicht stacken. Ne, lassen sie nicht. Okay. Chris. Ich denke, er sollte einfach noch mehr Munition mitnehmen. Das sind die exotischen Magazine. Da muss ich dann nochmal gucken.
Okay. Ja, sehr gerne, Tosa. Du warst der Einzige, der zu dem Zeitpunkt online war von meinen Freunden oder den Leuten, denen ich auf Twitch folge. Und dann habe ich nur angekündigt, dass du auch ein Forge of Empires Spieler bist, aber gerade nicht Forge of Empires spielst, aber sie gerne einen Gruß da lassen können. Ich hoffe, es wurde ein Gruß ausgerichtet. Falls nicht, dann lege ich jetzt hier den oder reiche ich jetzt den Gruß nach. Ich bin da nämlich zum Essen gegangen in dem Moment. Deswegen habe ich eine Pause gemacht und die Pause hielt bis jetzt an im Grunde. Und jetzt mache ich so ein bisschen Inventory Management hier in meinem Spiel. Okay, gut. Tokarev. Die ist doch geladen hier. Nee, die ist nicht voll geladen. Okay. Dann tauschen wir nochmal ein Magazin. Dann habe ich jetzt eins, was nicht voll geladen ist. Ja, das sieht man hier auch ganz leicht. Okay. Ja, dann viel Spaß weiterhin beim Spielen. Und ich werde noch möglichst viel Gewehrmunition mitnehmen für sein neues Gewehr. Dann wäre es das. Okay. Es ärgert mich ein bisschen, dass er zwar ein Zweibein mitbringt von Haus aus sozusagen als sein Inventar, aber keine Waffe hat, um das anzuschließen. Da passt es ja auch nicht ran. Das hatte ich ja, glaube ich, das ist ja schon länger her, dass ich geguckt habe. An die Owen. Okay, gut. Dann wäre Chris grundsätzlich auch erstmal fertig. Gehen wir zu Fox. Fox braucht. Vielleicht gebe ich Fox die Owen. Dann kann sie, hat sie was für den Fernkampf? Und dann muss ich mir mal ihre Waffen angucken, was sie jetzt hat. Als Ganzlinger hat sie einen Vorteil, mit zwei Waffen zu schießen. Und zwei Pistolen idealerweise. Sie kann natürlich auch mit zwei MP5K schießen, aber ich habe nur eine. Und die. Okay, die haben jetzt alle eine Reichweite von 11, außer die Beretta, die hat eine 12er Reichweite. Das ist natürlich ziemlich gut. Und hier gibt es noch eine zweite Beretta, auch mit einer 12er Reichweite. Okay, das muss ich jetzt mal durchgucken. Auch die CZ hat eine 12er Reichweite, also die kommen hier schon mal in Frage, würde ich sagen. Das Problem bei der CZ ist, die hat einen anderen Munitionstyp. Die hat einen anderen Munitionstyp. Vielleicht sollte ich Chris doch die CZ geben. Das schaue ich mir gleich nochmal an. Gehe ich nochmal zurück zu Chris. Chris hat jetzt die Tokarev. Die Tokarev hat eine Genauigkeit von 6, aber eine Reichweite von nur 11. Für mich persönlich ist die Reichweite wichtiger und die Tokarev braucht weniger AP. Aber trotzdem, Pistolen sind jetzt generell nicht die FP, großen FP-Probleme oder verursachen keine großen FP-Probleme. Deswegen würde ich dann vielleicht doch die gegen die CZ tauschen. Dann hat er nämlich ein bisschen mehr Reichweite mit seiner Pistole. Andererseits hat er ein Gewehr und braucht die Reichweite wahrscheinlich gar nicht. Okay, zurück zu Fox. Fox kriegt die MP oder das Maschinengewehr mit einer Reichweite von 19. Vielleicht. Und sie kriegt zwei Pistolen. Idealerweise mit der Reichweite von 12. Das würde
die Sig Sauer, die sie eigentlich ursprünglich mitgebracht hat, ins Spiel rausnehmen. Die Viking aber auch. Die Beretta hat 12. Eine höhere Genauigkeit. Ein Punkt mehr Reichweite. Auch ein Punkt mehr AP, aber das ist, denke ich, verkraftbar. Deswegen kriegt Fox jetzt Berettas und selbstverständlich volle Magazine. Zack. Zack, zack, zack. Okay. Owen Munition ist hier. Und rein theoretisch kann sie einfach noch mehr Pistolen mitnehmen. Mit einer anderen Ladung. Ich glaube generell die. Ach nee, das ist die Glaser-Munition, genau. Die ist ja so ähnlich wie Hohlspitz. 9x18 ist ja auch ein bisschen exotisch. Oder? Ach nee, das ist diese Munition, aber die haben ja noch. Es gab hier noch Gewehrmunition. Dann konvertiere ich die mal um. Als Mann, komm schon, als Gewehrmunition gibt es die auch einfach. Dann packe ich die mal. Ah, das geht nur, wenn sie beim Söldner ist. Wo ist denn jetzt die 9x18, die normale? Immer noch nicht. Hier. Hier. Okay, und jetzt die Hohlspitzmunition. Bip. Da ist die restliche 9x18. Na, manchmal rechte Maustaste, manchmal linke Maustaste, das ist verwirrend. Okay. Gut. Gut. Dann wäre das erledigt. So, idealerweise nimmt sie einfach noch zwei weitere Pistolen mit einer anderen Ladung. Was haben wir denn noch? Einem anderen Munitionstyp. Wir haben die Glaser noch. Könnte ich da reinladen in die eine Sig Sauer und in die andere Sig Sauer. Das kann ich ja auch noch 50 Rounds, kann ich auch noch umkonvertieren. Gut. Gut. Okay, so. So, noch mehr 9x19. Aber das sind die 8-Round-Pakete. Die lasse ich mal so. Und die MP-Munition lasse ich auch noch so.
Vielleicht ist es doch besser, wenn ich ihr die MP weiterhin gebe. Aber dann ändert sich halt nichts an der Reichweite, die sie ja dann hier mit der Waffe hat. Ich bin hin und her gerissen. Nein. Okay. Gut, Fox ist fertig. Nee, Tosa, also an sich eine coole Idee. Werde ich mir vielleicht mal runterladen. Für ein anderes Mal. Wenn es das gratis gibt. Gibt es das immer gratis bei Steam? Bomberman mag ich eigentlich ganz gerne. Aber ich will hier in Jagged Alliance gerne weiterkommen. Okay, Grizzly. And next one is Grizzly. Grizzly hat eine Waffe ohne Munition. Das ist natürlich schlecht. Grizzly kriegt jetzt die MP5K. Und eine gute Pistole. Eine gute Pistole, wie eine CZ. Yes, okay. Dann hat Grizzly panzerbrechende Munition, einiges. Für seine MP5K, das ist ja schon mal okay, kann man gut. Kann man gut und gerne haben. Hat leider nicht die Auswahl. Er braucht eigentlich eine Granatentasche, aber die hab ich halt noch nicht gefunden. So, man braucht eigentlich eine passende Pistole, die den gleichen Munitionstyp hat. Hat die Swings nicht den Munitionstyp? Genau. Das ist doch auch eine gute Pistole. Genauigkeit von 7 hat die nämlich. Die hat zwar weniger Reichweite, aber eine höhere Genauigkeit. Dann tauschen wir mal das gegen die Swings. Und dann hätten wir den gleichen Munitionstyp für die Swings. Die kann ich, glaube ich, auch noch voll machen. Okay. Und dann zack, zack, zack. In die Hosentaschen noch mehr Munition. Ich habe wahrscheinlich jetzt, Moment, von den Waffen. Die hat auch den Munitionstyp. Und die. Und hier ist nochmal Munition drin, die ich da reinladen kann. Gut, ich will lieber mehr Munition mitnehmen. Leuchtspurmunition, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was der Nutzen davon sein soll. Ist ja wie normale Munition, nur dass man eben die Leuchtspur sieht. Ach so, das verbessert das Treffen im Burst-Modus oder was? Na? Oder ich lade dann Lade- und Leuchtspurmunition rein. Geht auch. Dann muss ich mal kurz zur FOE.
So, sonst bringt ihm die Jägerweste eigentlich nicht so viel. Muss ich sagen. Vielleicht sollte ich die doch jemand anderem geben. Ich habe gerade mal, kann gerade mal den Taschenplatz nutzen für zwei Granaten, ein Getränk und zwei Munition. Wenn ich jetzt keine Jägerweste habe, was hat er dann? Oh, da hat er. Okay, ich hab nichts gesagt. Es sieht dann noch viel schlechter aus. Okay, so. Wie sieht es denn aus mit einer Hauptwaffe? Da kann ich halt noch den Schalldämpfer abmachen. Aber wahrscheinlich wird das Ding eh nur in. Nutzt mir ja auch nichts, wenn ich da die Munition, diese Munition drauf habe. Chris ist unser Schleicher. Der kriegt noch einen Schalldämpfer für eine Pistole. So. Okay, aber er hat überhaupt keine Hauptwaffe. Vielleicht sollte ich ihm die Owen geben. Weil Fox damit eh selten schießen wird. Aber ich habe keinen Platz im Inventar für die Waffe. Und für die Restmunition. Was ja wahrscheinlich auch nur eine Kugel ist oder sowas. Schlaferinnerung. Ach, Inventarmanagement kann auch nervig sein. Fox, du musst ihm die Munition transportieren. Macht das Sinn? Macht keinen Sinn. Würde sagen, er kriegt noch eine weitere gute Pistole, aber dann mit Panzerbrechner-Munition. Was haben wir noch? Eine Sig Sauer von Fox. Oder mit der Munition. Er sollte die Swings aber als Hauptwaffe nutzen. Die ist besser. Okay. Lass ich jetzt so. Ira. Ira hat im Moment Makarov. Makarov ist keine gute Waffe. Aber sie braucht wenig AP. Aber dennoch ist diese Tokarev besser als die Makarov. Denn die Tokarev hat genauso nur 17 AP. Sie hat 2 Punkte mehr Reichweite. Sie hat 2 Punkte mehr Genauigkeit und 1 Punkt mehr Schaden. Tokarev auf jeden Fall besser als Makarov. Dann hat sie. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Makarov? Ach, ich glaube, einfach nur die Munitionsgröße. Die eine umfasst halt 12 Schuss und die anderen nur 11. Moment, die Tokarev hat eine andere Munition, einen anderen Munitionstyp. Oh, die hat den Munitionstyp, den Chris hat.
Top Race. Hallo, ich wünsche dir einen schönen Abend schon mal oder nochmal in den letzten Minuten, bevor du schlafen gehst oder in der letzten Zeit. Ich weiß ja nicht, wie lange du noch wach bleiben magst. Und ich sortiere im Moment tatsächlich nur Inventar, mehr oder weniger. Und überlege, welche Waffen ich meinen Söldnern jetzt mitgebe aus den Beständen, die ich jetzt hier eingesammelt habe. So. Genau, Tokarev ist zwar gut, aber ich habe keine Munition für Tokarev. Dann könnte ich stattdessen auch die SIG mitnehmen. Die SIG Pro. Vielleicht. Habe ich Grizzly eine SIG Pro gegeben? Nee, die Swings. Und eine SIG Sauer. Doch, eine SIG Sauer, eine normale. Okay, aber ist nur noch Ira. Reichweite 10. Oder eine Viking. Aber das ist halt auch ein anderer Munitionstyp. Es wäre schon gut, wenn sie beim gleichen Munitionstyp bleiben könnte, einfach. Wundere mich manchmal, wann hier was angezeigt wird. Ich will wissen, welche Waffen noch diesen 9x18 mm Munitionstyp haben. 40er Special. 38er. 40. 9x19. Anders? 9x19. Okay. Das ist Gewehrmunition hier bestimmt. Viel sind da drin? Steht nicht da. Wie viele Schüsse? Doch, 8. Das ist keine Gewehrmunition, das ist Pistolenmunition. Das ist definitiv Gewehrmunition. Was macht denn. Nee, habe ich ja schon geguckt. Die hat einfach nur mehr Schüsse. Nur mehr ein größeres Magazin. Oh ja, ich glaube, das bleibt dann bei den. Bei der Ausstattung, die Ira jetzt schon hat. Ich werde nur die Magazine hier voll machen. So. Und hier dann idealerweise auch mehr reinmachen. Kann da noch was drauf? Ja. Da können 6 rein, aber da brauche ich den richtigen. So. Nochmal umkonvertieren. So, 6. Ach, da unten hat er auch nochmal 5. Was ist das? Eine Segeltuchtasche für Munition oder was? Für eine Munitionskiste, ja. Da passt dann 8 rein. Ja, dann machen wir da 8 rein, würde ich sagen. Dann hast du definitiv erstmal genug Munition bei dir. Zumindest Standardmunition. Und dann machen wir nochmal Hohlspitz für die andere Pistole. Machen wir noch voll.
so voll es geht. Gut. Für ihr Gewehr gibt's nichts an Munition. Und dann trägt sie noch ein Klebeband mit sich rum. Kann ich auch erstmal liegen lassen. Das kann ich später vielleicht gebrauchen. Nimm lieber die Gewehrmunition mit. Würde ich sagen. Okay. Hallo, Parenalp oder Parenalp. Danke für die Grüße von Tosa. Grüße zurück. Spielt ihr jetzt Bomberman oder was? Okay, die Waffe muss noch irgendjemand mitnehmen. Trevor it is. Er hat noch Platz im Inventar. Der Rest verbleibt hier. Right? Right. Kann ich noch was stacken? Ich habe noch die Tränengasgranaten. Die müsste ich noch mitnehmen. Wer nimmt die? Wer nimmt Tränengasgranaten? Ich danke dir fürs Folgen. Das ist lieb von dir. Das freut mich sehr. Dann komme ich so langsam der 100 näher. Jetzt bin ich ja bei, glaube ich, jetzt bei 82. Wenn niemand entfolgt ist, cool. Danke dir. Spielst du auch Forge of Empires? Ja, mein Gott. Trag du die beiden Tränengasgranaten noch mit dir rum. Gut. Hamas. Hamas endlich. Okay. Haben wir es endlich? Inventar ist gemanagt. Ich schnappe mir Grizzly. Stecke den in Trupp 2. Gehe mit Grizzly in den anderen Yeah. Sektor. Schnappe mir Trevor. Zum Reparieren der Gegenstände. Jetzt überlege ich, was ich mit den anderen mache. Ich bin mir nicht sicher, wann ich Dimitri rekrutieren kann. Wahrscheinlich, wenn die Nahrungsmittelproduktion etabliert ist. Und ich könnte relativ dringend noch einen weiteren Söldner brauchen. Ich muss das mal eben nachprüfen. Dimitri. Dimitri J.A. Jagged Alliance 2. Dimitri Gusso. Du. Ich muss, glaube ich, mal suchen. Suchen, 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 suchen. Recruitable. Ja, recruitable. Das ist klar, dass er recruitable ist. Once you get food from Drassen.
Okay, das bedeutet, ich kann mit den anderen Dimitri abholen gehen. Und dann habe ich zumindest ein kleines Team. Oder ich gehe einen Umweg hier über die unteren Sektoren. Alles klar, Thyra, weil, ja, ich meine, sie driften ja oft ab, aber das ist ja auch ein Teil des Ganzen, dass man über lustige andere Themen redet. Ja, keine Ahnung. Kann noch eine Weile dauern, bis 5, glaube ich, aber machen sie nicht. Ich könnte jetzt halt über diese Sektoren gehen, statt auf dem direkten Weg. Oh, ganz wichtig, ganz wichtig. Wir haben ja noch was vergessen. Wir müssen ja noch in die Mine. Wir müssen ja noch in die Mine. Und währenddessen kann Trevor schon mal reparieren. Und dann gebe ich vielleicht Trevor noch was. Dann gebe ich Trevor noch die Granaten, weil er hat noch Platz im Inventar. Was kann ich ihm noch geben? Das Zweibein. Weil der ist ja jetzt hier eh erstmal. Okay, Grizzly ist eh voll. Okay. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so interessant war. Du kannst ja dann an der Stelle vorspulen, wenn ich fertig bin mit dem Inventarmanagement. Genau, also ich gehe jetzt in den Sektor rein und gehe mit Trupp 1 in die Mine. Denn in der Mine gibt es ja Ehre. nochmal Ja. Dinge, Bin bereit. entweder zu Geld machen kann Toll. oder. Ira, du bist dran. Hier. Oder vielleicht sogar brauche. Ich habe Drassen zurück. Ehre. Ja, genau. Ich habe Drassen zurückerobert. Und habe gerade das Inventar verteilt. Also das, was ich an Inventar gewonnen habe. Ein Zeitzünder. Ein Zeitzünder ist schon mal gut. Den brauchen wir für Trevor. Hier ist es. Den kann er an sein nächstes TNT-Paket anbauen. Ich brauche ein bisschen nicht, ich bin gleich zurück.
So, ich bin wieder da. Und ja, ich renne weiter durch den Sektor hier unten. Ich überlege, ob ich das Medipack auch erstmal aufnehme und mit hochbringe. Hier ist es. Ich mach's mal. Bin bereit. Mal schauen. Toll. So. Und hier unten gibt es jetzt diese tollen Berge. Ich sollte vielleicht nicht mit Bin jedem bereit. überall hingehen. Da ist Hier. irgendwas. Verstanden. Was liegt denn da? Ist gut. Und da liegt Was das liegt denn da? Silber. Das Silber liegt Hier. da. Schaut mal, hier. Da liegt was. Hier ist es. Und ich hoffe, da liegt einiges. Aber ich weiß nicht mehr, Hier wie ist viel hier es. so liegt, üblicherweise. Verstanden. Bin bereit. Hier ist es. Hier ist es. La Silva. Hier habe ich's. Denn ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen Hier habe Angst, dass ich's. ich Trevor überhaupt bezahlen kann. Hier habe ich's. Wenn da genug Silber zusammenkommt, dass ich Trevor bezahlen kann, gut. Wenn nicht, Okay. Hier. ich baue auch noch Alles Silber für die klar. Milizen. Alles klar. Ich rede mal mit denen. Alles Mal klar. gucken, ob die noch ein paar weitere Zeilen drauf haben. Sie sollten bloß mit unserem Boss sprechen. Sie sollten besser mit unserem Boss sprechen. Vielleicht können Sie ihn überreden, ihnen zu helfen. Ja, macht er schon. Vielleicht sollten Sie sich oberhalb der Grasnarbe um alles kümmern. Hier unten haben wir jedenfalls alles unter Kontrolle. Der Herren, wenn wir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Wir arbeiten so schnell wir können. Und das mit größtem Vergnügen. Das ist, nett von Verstanden. euch. Bin bereit. Okay. Bin Hier. bereit. Ja. Das ist nett von euch. Bin bereit. Hier. Ah ja, hier Alles ist ja noch ein klar. bisschen Schaut mehr. mal Hier. hier. Verstanden. Bisschen Was mehr liegt Sektor hier was? übrig. Ja. Alles klar. Hier. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Okay. Bin bereit. Dann gehen wir nach unten. In den zweiten Sektor. Den zweiten Ich Minensektor. bin da, wo ich sein soll. Okay. Wenn du jetzt da bist, wo du sein sollst, lieber Grizzly, dann heb den Rucksack auf, pack ihn dir ins Inventar und komm wieder zurück. Nach D13. Ja. Und Chris, Fox und Co., ihr schaut euch Bin weiter bereit. nach Hier. Silber um. Ist gut. Hier. Hey. Knicklichter gibt es hier noch. Hey. Und noch TNT. Okay. Ist hier noch Platz für TNT? Hier. Das sammelt sich tatsächlich sogar in dem Slot. Das Gold. Sie hätte noch Platz für TNT. Hier habe ich's. Und wahrscheinlich auch für Knicklichter. Hier habe ich's.
Yeah. Verstanden. Bin bereit. Könnte einen Blick wert sein. Yeah. Was liegt denn da? Da ist irgendwas. Yeah. Was liegt denn da? Da liegt was. Schaut mal, hier. Könnte einen Blick wert sein. Könnte einen Blick wert sein. Yeah. Was ist yeah. das? Könnte einen Blick wert sein. Hier. Yeah. Bin bereit. Hier. Yeah. Gut, sammelst du weiter Silber? Hier ist es. Silber zählt als Waffe. Interessant. Interessanterweise, weil es im Waffenslot landet. Hier ist es. Bin bereit. Foxy Fox, du hast ja noch gar kein Silber gesammelt. Hier ist es. Hab ich. Hier. Hab ich. Bin bereit. Hier ist es. Hab ich. Hier. Hier ist es. Ja. Hab ich. Bin bereit. Toll. Hier ist es. So, dann schmeißen wir mal das Silber gleich zusammen und sind gespannt, wie viel wir gefunden haben. Hier, alles klar. Ja. Gib mal Chris das Silber weiter und bin bereit. Du bitte auch. Hier. Ja, oder werf's einfach hinter ihn. Ist ja auch nett. Hier ist es. So, wir haben 2339. Das reicht natürlich nicht, um Trevor zu bezahlen. Bin bereit? Ja, alles klar. Für einen Tag. Aber, was soll's. Ja, wir müssen erst an die Oberfläche. Okay, wir können nicht unterirdisch reisen. Aber es reicht, um das Training der Miliz zu starten. Guten Abend, Weizenspam. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Du hast das Ende noch erlebt, ne? Dass ich es geschafft habe, den Sektor einzunehmen. Okay. Aber nicht das Wie, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, im Moment ein bisschen besser. Also ich habe gerade keine Kopfschmerzen. Auch nicht. Hoffe, das bleibt so. Dann ist es wahrscheinlich bald überstanden. Heute hätte ich mich auch freitesten können. Aber da ich heute auch nicht raus musste, naja, okay. Mache ich morgen mal vielleicht. Ich bin da, wo ich sein soll. Ja, mit dem Looten habe ich gerade noch mal eine halbe Ewigkeit verbracht. Ich habe jetzt quasi das perfekte Looting gemacht. Nein, Spaß. Genau. So, Chris, du hast nochmal eine Sanitasche mitgebracht. Können wir die zusammenschmeißen? Können wir zusammenschmeißen. Das ist schön. Und ein Zeitzünder für Trevor. Dann gibst du dem Chris das Zweibein zurück und ein Stück TNT.
Nee, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte hier den. Das von Ira. Kann ich die stacken? Die kann ich sogar stacken. Wahrscheinlich nicht mehr, wenn da. Wenn da dann ein Zeitzünder drin ist. Ideal. Ich baue den jetzt an. So, und dann könnte ich beim nächsten Angriff nochmal mit Travers, also beim nächsten großen Angriff nochmal mit dem TNT spielen. Ich habe nämlich das TNT platziert, Weizen-Spam, und eine ganze Ecke von Söldnern damit hochgejagt. Das war ein kleiner Spaß. Oder ein großer Spaß. Okay. Gut, dann nimmst du halt dieses Tränengas und irgendjemand hat doch noch, Ira hat doch noch. Genau, die kann man doch hier zusammenlegen. Aber das Tränengas passt wahrscheinlich in diese Tasche nicht rein. Nee, passt es nicht. Okay. Ah, ja, richtig. Mordsgaudi. Auf jeden Fall. Mordsgaudi mit TNT. Okay. Gut, dann habe ich jetzt zumindest genügend Geld, um wieder Milizen zu trainieren. Ich begebe mich wieder nach Bin oben bereit. mit Toll. Fox und Ira. Bin bereit. Und ich hoffe, es kommt nicht gleich noch ein Angriff. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal Ruhe. Für den Moment. Und die beiden trainieren jetzt hier die Milizen. Ups. Ja, wir müssen ja. Wir müssen ja. Und Grizzly und Chris. Ach, Grizzly Doktor, ja, genau. Gehen hoch in den anderen Sektor. Ich bin da, wo ich sein soll. Und machen es da. Und ich hoffe sehr, dass mir der Trevor nicht von der Fahne geht, weil ich ihn mir nicht mehr leisten kann. Okay. Hier. Alles klar. Trevor hat nämlich noch 18 Stunden jetzt. Und ich weiß nicht, wann ich meine Auszahlung bekomme von den 7200. Und ob das nicht vielleicht auf denselben Moment fällt. Das Geldproblem hatte ich. Ach so, wegen des Rucksacks. Das Geldproblem hatte ich tatsächlich so noch nie. Hier. Da war ja noch ein Slot frei im Rucksack. Die genau was anderes reinpacken können. Hier. Ach ne. Ich sehe schon was. Warum der Slot frei war. Ich sehe schon, warum der Slot frei war. Moment. Kann ich den Rucksack jetzt wieder anziehen? Nee, kann ich. Doch, kann ich. Hehe. Das ist ja witzig. Ich kann zwar nicht hochklettern wegen dem Rucksack, aber ich kann den Rucksack jetzt anziehen, während ich oben bin. Okay. Oh, okay. Tatsächlich ist Trevor auch sehr teuer. Insgesamt immer. Na gut, er ist jetzt auf Level 4 und ich muss ihn halt verlängern. Die 7200 würden reichen für den einen Tag, aber ich weiß halt nicht, wann die 7200 kommen. Und dann käme ich halt so knapp damit hin für 2 Tage und müsste dann wieder um einen Tag verlängern. Ist auf jeden Fall ein bisschen nervig. Ach so, die andere Alternative wäre, ich gehe mit Chris und Grizzly jetzt erstmal nach Umurta und hole Grizzly.
Stimmt, das stünde ja auch noch zur Auswahl. Wobei auf dem Weg nach San Mona komme ich ja eh da vorbei. Aber es wäre natürlich gut, wenn ich Grizzly Feuer hätte, damit er Sachen mitnehmen kann aus Drassen, um sie dann in San Mona zu verkaufen. Vier Teilzahlungen. Wenn ich Teilzahlungen bekomme, dann ist es ja auch okay. Was meinst du, Weizenspam? Soll ich zurück nach O'Murta gehen und mir Grizzly abholen? Oder erstmal Milizen trainieren. Ich müsste jetzt eigentlich erstmal Ruhe haben. Ich habe ja jetzt gespeichert, falls es jetzt nicht klappen sollte. Falls es nicht klappen sollte, lade ich nochmal. Ich gehe jetzt zurück nach Mörder und hole Grizzly. Ich bin da, wo ich sein soll. War jetzt schon ein Abrechnungszeitraum dabei? Anscheinend ja. Gut, dann verlängere ich Trevor gleich um einen Tag. Das ist fair, Sportsfreund. Und du warst immer ehrlich zu mir. Bin dabei. Die Quest ist fertig, ja. Ich musste ja einige Tage Milizen produzieren, um überhaupt eine Chance zu haben, gegen diesen riesigen Trupp da zu gewinnen. Ich brauchte ja ein bisschen Ablenkungsmanöver. Milizen als Kanonenfutter. Die sind mir ja auch fast alle gestorben. Also eigentlich sind sie mir alle Ja. gestorben. Hier. Geht es Ihnen gut? Ja. Bien. Die Bevölkerung von Omerta steht in Ihrer Schuld. Ihnen und Pater Walker haben wir zu verdanken, dass wir wieder haben das Nötigste zum Leben. Jetzt ich bin in der Lage, Ihnen die Dienste von Dimitri anzubieten. Er ist ein guter Mann. Du sicher, das sein klug, Miguel? Jetzt ist das Land ein wenig sicherer. Daher sollten wir uns ihnen anschließen, Carlos. Wir müssen ziehen an einem Strang. So, wir werden sie gewinnen. Dimitri wird ihnen gute Dienste leisten. Er ist ein guter Messerwerfer. Okay. Wirklich schade, dass sie nie erlebt haben, Arulko. Das haben wir schon gehört. Dann reden wir mal mit Carlos. Was ich können für Sie tun? Hast du noch eine Ich Line? hoffe, dass wir es schaffen. Nee, nicht wirklich. Okay, dann Dimitri. Ja, du haben beeindruckt, Miguel. Es sprechen mit Achtung vor dir. Ich sein Wache. Das kann ich am besten. Du bist jetzt bei mir im Mir Team. würde das gefallen. Ich könnte viel lernen. Kannst du bestimmt. Dimitri hat eine riesige Desert Eagle. Auch Munition, die man nicht so einfach bekommt. Okay. Dann, Dimitri hat zumindest eine Gürteltasche. Da kann er ein bisschen was mitnehmen. Ja. Ja. Gut, gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Ich könnte halt jetzt noch erkunden mit den dreien.
gehen wir zurück. Erstmal. Bin bereit, weiterzumachen. Müsst ihr auch. Müssen erstmal die ganze Stadt voll machen. Ach so. Trevor repariert jetzt die Sachen, die im in der Stadt rumliegen. Ist ja okay. Ich lerne schnell. Bin ganz schön dösig. Ich muss ins Bett. Ja, du musst aber noch weitergehen, so dass wir zumindest noch in der Bin Stadt fertig. Landen. Brauche was zu tun. Okay, stopp mal. Trevor geht mal einen Sektor nach oben. Juhu! Hey, Kumpel. Die Ochsentour ist vorüber. So, jetzt hat er hier das ganze Inventar repariert. Was hier rumliegt, oder was? Nee. Die Sachen, die auf der Erde liegen, hat er nicht repariert. Aber die Gegenstände aller Teammitglieder. Aber das wäre auch gut, wenn er die noch repariert. Ehrlich gesagt. Weiß ich gar nicht mehr. Eigentlich hat er die doch... Jetzt hier? Nein, renn doch nicht vorbei. Mann. okay, Dimitri. Ja, gut. Dann machen wir jetzt erstmal... Gucken wir jetzt erstmal nochmal für mehr Zeug für Dimitri. Er hat schon einen Helm, er hat schon eine Schutzweste. Ihm fehlt noch ein Medipack, das kann er auf jeden Fall mitnehmen. Er könnte vielleicht auch noch die restlichen Wurfmesser bekommen. Wir haben ja nochmal zwei. Aber das ist halt jetzt blutig. Die lassen sich nicht stacken mit den unblutigen. Na, das Blutige kann ich dahin packen. Okay, dann schnapp dir mal noch irgendeine Waffe, eine zweite. Dass du nicht nur diese riesige Diegel hast, die auch 30 AP benötigt, um gefeuert zu werden. Die hat zwar eine größere Reichweite als die normalen Waffen. Und aber ist jetzt nicht so gerade, nicht gerade praktisch. Gut, dann schauen wir mal. Vielleicht die Viking. Vielleicht die Viking. Für dich. Die hatten wir ja durchaus in Erwägung gezogen. Oder diese Vajak. Die Vajak. Moment, Viking Vajak. 6, 26, 12, 20. 5, 25, 11, 19. Ja, ich würde es mal mit der Vajak versuchen. Ja, ein halbes Scharfschützengewehr auf jeden Fall. Okay, und Munition für die Vajak ist hier dieses 40er, diese 40er Magazine. Die ist nicht mal voll. Okay. Generell. ...14 Schuss in ein Magazin. Auch ungewöhnliche Größe. Okay, gut. Gut. Okay. So, dann hast du auf jeden Fall mal eine Alternativwaffe. Und die Diegel ist eh viel zu schnell leer. Mit einer einigermaßen guten Reichweite auch. Die hat ja auch nur einen mehr. Das wäre eher so der Mannstopper, ne? Wenn dann direkt jemand vor mir steht. Wobei, der Schadenswert ist auch nicht größer. Der hat jetzt 27 Schaden und die hat 26. Also, naja.
ich jetzt eigentlich gehofft, dass der Schaden, den die Deagle austeilt, mehr oder weniger gigantisch ist. Jetzt hier. Was tun? So, jetzt kann Trevor weiter reparieren. Die ist besser gegen Panzerung. Steht es da? Diese VMR-Projektile, auch bekannt als Full Metal Jacket, deformieren sich fast nicht, tendieren aber zum Schlingen im Ziel und verursachen furchtbare Wunden. Gut geeignet gegen geschützte, / ungeschützte Gegner. Ja, hört sich gut an, würde ich sagen. Und bei der Waffe, was steht da so? Steht da das Gleiche? Hä? Da steht genau das Gleiche. Da steht genau das Gleiche. Zahlenwerte. Ja, 1,0 und bei der auch. Also bei der Standardmunition ist das alles 1. Okay, also ich weiß ja, dass Chris und Dimitri, nee Quatsch, Chris und Grizzly gerne schlafen wollen. Schicke ich die erstmal ins Bett, aber Chris macht Training der Miliz. Der Miliz, yes. Und Dimitri übernimmt es jetzt in der Nacht. Ach so, kann ich mir nicht leisten. Haha, kann ich mir gar nicht leisten. Kann ich mir ja gar nicht leisten. So. Was macht denn Dimitri stattdessen? Ja, das trifft es, denke ich. Die Deagle sieht beeindruckend aus und verbraucht beeindruckend viel Platz im Inventar. Ja. Hier, alles klar. Und dann war es das. Ja. Und ist beeindruckend schwer zu feuern. Ja. Ach ja, du kannst ja wegen deines Rucksacks nicht klettern. Dann klettern wir mal hoch. Ja. Ohne Rucksack. Und ziehen den Rucksack auf dem Dach einfach wieder an. Okay. Ihr müsst schlafen, dann schlaft. Dimitri muss nicht schlafen, aber also er muss noch nicht unbedingt schlafen. Aber ich habe jetzt auch keine andere Aufgabe für ihn. Vor 3 Uhr wird das nichts. Wie spät haben wir es jetzt? 0.30 Uhr. Vorhin war es noch 5 Uhr. Jetzt bist du auf jeden Fall optimistischer Tyrer dabei, würde ich sagen. Dimitri, übe einfach mal. Führungsqualität. Zum Milizen trainieren. Wirst du jetzt zwar nicht mal machen. Messerwerfer und Sprengmeister. Er ist auch Sprengmeister. Und er kann gut reparieren auch mit 71 Technik. Er hat aber auch nur 21 Sprengstofffähigkeiten.
Okay. Ich muss Stopp machen. Mein Gott. Du sollst doch auch Miliz trainieren. Mama wäre stolz auf mich. Bin bereit, weiterzumachen. Jetzt muss ich ihm gleich noch einen Tag anbieten. Das ist fair, Sportsfreund. Und du warst immer ehrlich zu mir. Bin dabei. Bin fertig. Brauche was zu tun. Fix und fertig. Nein. Okay. Hab was Wichtiges vergessen. Und zwar wollte ich eigentlich jetzt bei MERC noch zwei Söldner anheuern. Hallo? Hallo? Funktioniert das Teil? Verflixt, welcher Knopf war das nochmal? Bitte haben Sie etwas Geduld. Ich hab's gleich. Okay, jetzt. Hallo? Ah, jetzt funktioniert's. Bitte entschuldigen Sie. Bei uns wird gerade eine neue Anlage installiert und ich versuche im Moment noch, mich mit den verschiedenen Funktionen vertraut zu machen. Hatten Sie Schwierigkeiten, uns zu finden? Sie müssen wissen, wir sind noch eine recht neue Organisation und allen Anstrengungen zum Trotz sind Sie unser erster Kunde. Ich muss schon sagen, das ist ein freudiges Ereignis. Mir ist bewusst, dass gewisse Gerüchte über uns im Umlauf sind, aber ich möchte Sie bitten, nichts darum zu geben. Schließlich sind mein Partner Biff Abscott und ich ebenfalls hochdekorierte ehemalige AIM-Mitglieder. MERC ist unser erster Versuch, den Markt etwas zu öffnen, indem wir vergleichbare Qualität, besseren Service und geeignete Kandidaten anbieten. Sie wollen doch sicher wissen, warum MERC besser ist als AIM. Na klar. Ich habe, wo ist sie denn? Ach hier, eine kleine Liste vorbereitet. Erstens verlangen wir im Gegensatz zu anderen Organisationen kein Geld im Voraus. Sie zahlen Gegenrechnung. Zweitens machen wir die besseren Preise. Drittens haben wir eine große Anzahl von Fachkräften. Wenn das Geschäft erstmal besser läuft, gedenke ich, das Angebot zu erweitern, sodass Ihnen mehr Söldner zur Verfügung stehen. Außerdem will ich unsere Website updaten. Nebenbei bemerkt, die Website wurde mit der heißen Nadel gestrickt und Biff ist mit der Maus nicht gar so gut wie mit dem Gewehr. Wie auch immer, lassen Sie sich nicht davon beeinflussen. Wir erfüllen alle Ihre Wünsche. Wären Sie denn eventuell daran interessiert, ein Konto zu eröffnen? Biff hat, glaube ich, diese Funktion eingearbeitet. Ja, natürlich möchten wir ein Konto eröffnen. Im Namen von MERC danke ich Ihnen für die Eröffnung des Kontos. Das ist ziemlich wichtig für uns und ich würde Sie bitten, uns in unserem Bestreben, Service und Angebot zu verbessern, weiter zu unterstützen. Okay, und dann können wir mal gucken nach den Söldnern, die angeboten werden bei MERC, die ja vergleichbare Qualität haben sollen. Nebenbei bemerkt, ich habe mal mit Carp Melfield zusammengearbeitet. Er hat unser Gepäck für uns getragen. Nun ja, das ist vielleicht nicht so ganz fair. Er hat auch Wasser für uns geholt. Gucken, ob er noch ein paar Punchlines bringt. Der Wasserträger. Nehmen Sie sich Zeit. Wir setzen hier niemanden unter Druck. Sie als Stammkunde wissen natürlich um die Vorteile, die das Geschäftemachen mit einer professionellen Organisation wie Merck auszeichnen. Jetzt sagt er Merck. Nicht mehr MERC. Lassen Sie mich beim Überlegen behilflich sein. Gaston Cavalier hat eines der besten Dossiers, die je über meinen Tisch gegangen sind. Und sein ausgeprägter Sinn für Humor ist immer gut für einen Lacher. Oder zwei. Okay.
Ich brauche auf jeden Fall Leute, die lustig sind in meinem Team. Bei unserer großen Auswahl kann das Aussuchen eines Söldners natürlich schwierig werden. Sie könnten vielleicht Stogie einstellen. Er ist nämlich nur auf Probe bei uns und möglicherweise nicht immer verfügbar. Sagen mir beide nichts. Oh. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, wenn Sie nach einem erfahrenen Mann im Söldnergewerbe suchen, halten Sie sich an Biff Abscott. Er ist nicht nur Miteigentümer der Firma, er genießt auch den Respekt aller Söldner. Aller aus einer ganzen Reihe, wie wir ja letztens in dem Bild gesehen haben. Ich glaube, ich habe genau den richtigen Mann für Ihre Interessen. Haben Sie sich schon einmal Haywires Akte angesehen? Er ist extrem gut darin, feindliche Verbände auszulöschen und versteht sich auf Hieb- und Stichwaffen. Haywire müsste im Angebot sein. Ja, er macht Werbung für Söldner, die noch nicht verfügbar sind, genau. Die sind später, die kommen später dann. Nun, nehmen wir doch einmal Gasket. Haben Sie sich in letzter Zeit einmal sein Dossier angesehen? Er ist ein ausgeglichener, ruhiger Teamarbeiter, ein guter Mechaniker, der anderen gerne etwas beibringt. Macht er Werbung für alle? Wenn Präzision für Sie wichtig ist, und natürlich ist sie das, wie wäre es dann mit Razor? Er ist ein absoluter Meister mit der Klinge. Ich glaube, er würde wunderbar zu Ihrem Team passen. Sieht danach aus. Was ich cool finde, ist, Biff ist nicht so gut mit der Maus wie mit der Waffe. Den Kommentar. Zuverlässigkeit ist die wichtigste Eigenschaft eines Söldners und unsere Flo ist sehr zuverlässig. Sie ist Expertin für Feuerwaffen und in jedem Team ein gern gesehenes Mitglied. Expertin für Feuerwaffen? Feuerzeuge? Ich habe den Söldner für Sie. Den besten, super ausgebildet, ohne Übertreibung den perfekten Söldner in den Reihen von MERC. Ich würde Ihnen empfehlen, Kuga zu nehmen, bevor es jemand anders tut. Ja, Kuga kommt recht spät. Dazu muss man erstmal einiges an Geld bezahlt haben, dass sie kommen. Ich habe da einen Tipp für Sie. Sehen Sie sich doch mal Nams Dossier an. Er ist ein wirklich interessanter Mann. Sein Werdegang spricht Bände und sein unbeugsamer Individualismus ist schon oft gelobt worden. Gucken, ob Larry noch kommt. Ich habe neulich in den Nachrichten etwas gehört, von dem ich dachte, dass es Sie interessieren könnte. Eine Studie der Humboldt-Universität belegt, dass 44% aller AIM-Mitglieder Drogen nehmen. Okay, das Prozentzeichen war ein bisschen kaputt. Da ist noch was. Ich bin derart erstaunt darüber, dass ich es einfach weitergeben muss. Ein hochrangiges Mitglied von AIM hat mir erzählt, dass sie jeden Moment mit einer Razzia des FBI rechnen. Das wäre ihr Ende. Ach übrigens, wussten Sie schon, dass 95% aller AIM-Söldner Wiederholungstäter sind? Ihre Lebensläufe sind völlig frisiert, wahrscheinlich von einem völlig verblendeten Idioten geschrieben. Darauf würde ich wetten. Okay, jetzt wird er langsam garstig gegenüber AIM. Unter uns. Ich habe selbst für AIM gearbeitet und weiß von ihren illegalen Praktiken. Was auch immer AIM von mir behauptet, die Wahrheit ist, dass sie alle notorische Lügner sind. Alle. Hallo? Hallo? Funktioniert das? Okay, wir haben ihn. Welcher Knopf war das nochmal? Ihr habt es durch und dann schauen wir uns mal die Werte an. Und tatsächlich, wenn Biff so gut ist mit der Maus wie mit der Schusswaffe, dann ist er, also noch schlechter ist mit der Maus als mit der Schusswaffe, dann ist er verdammt schlecht.
Und Flo, die Expertin für Schusswaffen, ist, was die Treffsicherheit angeht, noch beeindruckender als Biff. Nichtsdestotrotz kaufe ich oder heuere ich genau diese beiden Söldner an. Denn die haben die Fähigkeit zu lehren. Ich gehe nochmal zurück und speichere nochmal, weil ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich denke, sie haben die Fähigkeit zu lehren und sie verstehen sich gegenseitig gut. Und deshalb heuere ich Biff an. Und außerdem wäre es ein Gedankenwert, Flo ebenfalls anzuwerben. Biff und Flo sind ein gutes Team. Ich bin sehr froh über unseren Geschäftsabschluss und versichere Ihnen, dass Ihnen die Söldner umgehend zur Verfügung stehen. Genau, sagt er auch selbst. Es war mir ein Vergnügen. Ich möchte Ihnen abermals für Ihre Unterstützung danken. Okay, und bezahlt habe ich ja jetzt, glaube ich, noch gar nichts, weil das, wie gesagt, auf Rechnung ist. Okay. So, Biff ist Ausbilder und Flo ist Ausbilderin. Und von daher kann ich mit den beiden gut Milizen trainieren. Und das ist die Idee dahinter. Und ich ärgere mich gerade, dass ich sie nicht schon früher geholt habe. Idealerweise so, dass ich sie hätte gemeinsam mit Dimitri abholen können. Genau, weil ich habe jetzt, glaube ich, Zeit verschenkt. Und Zeit verschenken ist bei Trevor, naja, Ausbilder ohne Führungskraft. Ja, schon, aber das tut nichts zur Sache, denn Ira hat jetzt auch nicht die Führungskraft, aber sie ist die beste Ausbilderin. Knapp vor Fox, aber Fox hat auch nicht viel Führungskraft. Ja, okay, die kommen A10 an und ich kann nicht weiter verschieben. Soll ich die abholen mit Dimitri? Ach, ich kaufe sie. Ich überlege, ob ich nochmal neu lade. Ob ich nochmal neu lade, bevor ich losgegangen bin, um Dimitri abzuholen. Da habe ich nämlich einen Speicherpunkt, glaube ich, und ich habe nicht viel gemacht in der Zeit. Außer mir sowas anzugucken wie die Diegel und sowas. Von daher wäre das, glaube ich, relativ schnell machbar, das nachzuholen, was ich da verpasst habe. Ich gucke mal, wie der Speicherpunkt aussieht. Und dann ist es halt ungünstig. Es ist halt ungünstig, so viel für Trevor bezahlen zu müssen, während ich nicht weiterkomme. Genau, also ich speichere erstmal, überspiele das hier, oder das ist Trevors Speicherslot. Treuer, so. Trevor ist teuer. Und ansonsten, der letzte ist dann 23.11 Uhr. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Kann das sein? Kann doch nicht sein. Ach nee, das ist ja die Ingame-Zeit. Die Ingame-Zeit. Der letzte müsste Chris' Stream sein. So, Chris' Stream. Da habe ich, glaube ich, gerade mit Grizzly den Rucksack aufgehoben. Genau. So, dann bestelle ich jetzt Biff und Flo. Jetzt muss ich mir das ja nicht mehr anhören von Spike. Hallo? Speck. Ich habe drittens, während Sie. Sondern mach das einfach. Heuer
Biff an und heure Flo an. Es war mir ein... Also, die sind morgen um 7 an Ort und Stelle. Und Chris und Grizzly gehen auch nach A10. Verstanden. Um Dimitri abzuholen. Okay, ich bin da. Hier. Die hängen schon wieder eine Weile da ab, ne? Ohne was zu machen. Weil die Zeit so schnell vergeht. Ah, ne, die sind noch nicht da. Sie sind noch nicht da. Okay, ich dachte schon. Sie sind kurz vor da. Okay. Was machen die beiden jetzt? Können schon mal irgendwas üben. Führungskraft zum Beispiel, damit sie dann besser ausbilden können. Ich bin da, wo ich sein soll. Okay. Gut, dann kommt jetzt mit in... Nö, macht erstmal weiter. Ich hole jetzt erstmal mit den beiden Dimitri nochmal ab. Hier sind die anderen beiden. Dürft gerne rennen. So, und auch was Miguel sagt, brauchen wir uns jetzt nicht mehr anhören. Geht es Ihnen gut? Bien, jetzt... Du sicher... Jetzt ist... Und dann... Ja, mir... Nehmen wir direkt Dimitri mit. Ohne Umschweife. Biff in Trupp 1, Flo in Trupp 1 und ab geht's zurück nach Drassen. Und wir statten Biff und Flo auch direkt mal mit. Mais oui. Ah, die haben auch eine Gürteltasche. Ne, sie hat nur eine Jägerweste. Aber Biff hat eine Gürteltasche. Okay. Bin bereit, weiterzumachen. Ja, unbedingt. Mach weiter. Und ich muss das Server verlängern. Bin ganz schön dösig. Ich muss ins Bett. Ist okay. Bin fertig. Brauche was zu tun. Dann stopp mal, wie ist denn das mit dem Inventar? Warum repariert er denn nicht die Gegenstände, die hier noch so rumliegen? Ich dachte, das sei so, dass er die reparieren würde dann, wenn er alles andere fertig repariert hat. Ja, zumindest hier schon mal sowas wie diese Pistole reparieren. Also die Pistolen müsste er halt reparieren. Und die Schutzwesten. Weil die will ich halt verkaufen dann. Stopp mal, reparier weiter. Reparierst ja gar nicht mehr. Trevor. Doch, macht er. Ich bin da, wo ich sein soll. Okay, jetzt sind alle da. Stoppen wir. Und Dimitri bekommt nochmals diese Waffe. Habe ich die gerade? Nee, die Varjak.
Varjak plus Varjak Munition. Ein Erste-Hilfe-Kit und noch ein weiteres Wurfmesser von Ira, glaube ich. Yes. Gut. Dann Flo. Du hast eine Scheißwaffe und die ist kaputt. Die ist dazu noch kaputt. Aber du hast ein Holster für die Waffe. Dann nimm doch einfach mal die 38er Special, die nicht kaputt ist. Und pack sie in dein Holster. Und dazu nehmen wir noch Munition. Und eine Lasung Glaser. Ja, vorbildlicher Zustand der Feuerwaffe. Richtig. Richtig. Ne? Wir machen mal da mal Glaser rein und geben ihr mal Glaser-Munition, weil damit es eine Alternative ist zu dem anderen, zu der anderen Munition. Ja. Deckt sich doch alles. Oder zu der anderen Waffe, die sie jetzt noch bekommt. Welche bekommt sie dann noch? Sie bekommt von mir die Viking, würde ich sagen dann. Die Viking plus Magazin für die Viking. Da ist jetzt Hohlspitz drin. Hohlspitz nehmen wir nicht. Weil Glaser ist ja schon so ähnlich wie Hohlspitz. Wenn ich das richtig verstanden habe. Die kann ich in diesen Taschen verteilen. Okay. So. Ich kann einfach noch mehr Munition mitnehmen. Gut, so, dann hat sie noch zwei von diesen größeren Täschchen frei. Keine Ahnung, was du noch tragen kannst. Auf jeden Fall noch ein Helm und eine Weste. Nimm mal die andere Kryptiv. So wie den Helm. Gut. Biff, 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 Biff. Hat Dimitri eigentlich Helm und Weste? Ja. So. Biff hat auch Helm und Weste. Aber seine Weste ist ein bisschen kaputt, deswegen kriegt er die Weste. Aber sein Helm ist besser als der Helm. Gut. Aber auch Biff soll eine andere Waffe noch bekommen. Er hat kein Revolverholster für seinen 38er Special, von daher lassen wir das vielleicht komplett sein mit dieser Waffe. Die andere war Heiler, ne? Und er kriegt stattdessen vielleicht eine Waffe mit 11 Reichweite. Die hier wäre das, die TT. Ja, dann müsste ich mir von Chris noch Munition holen. Oder ich nehme doch keine Waffe mit 11 Reichweite, sondern die beste von den anderen. Vielleicht die Sig Pro.
Ach, die hat einen anderen Munitionstyp, ne? Die hat den Munitionstyp. Das ist natürlich auch problematisch. Auch nicht so gut. Okay, nochmal Team 4, 23, 9, nur 9 Reichweite. Ne, dann nehme ich die Sig Sauer. Sig Sauer und konvertiere noch Munition um. Es ist ja auch andere Munitionsgröße. Immer rein damit. Okay, haben wir noch mehr Munition? Die Panzerbrechner. Kann ich ja noch drauflegen. So, Panzerbrechner Munition. Okay. So, mehr 9x19 haben wir nicht, ne? Doch, die hätten wir noch, aber generell verteile ich das dann doch mal vielleicht besser in den kleinen Taschen. Sofern möglich. So. In den Hosentaschen. Okay. Und dann hätten wir die noch, die 9x19. Ach, und hier ist ja nochmal ein angefangenes Magazin. Okay. Dann nehmen die halt auch noch mit. Nehmen die halt auch noch mit. Gut. Okay, und eine Ersatzpistole? Ersatzpistole dann idealerweise natürlich auch einer, die mit der Munition funktioniert. Aber die hat ein kleines Magazin. Ach Mann. Die hat dann natürlich ein kleines Magazin. Dann mache ich da die Hohlspitze rein. Okay. Dann nimmst du noch die Nebelgranate mit. Und vielleicht noch diese komische Munition, die vielleicht auch selten wird. Selten sein wird. Dann haben wir noch eigentlich noch einmal Munition für Chris, aber der hat keinen Platz mehr im Inventar. Nehme ich vielleicht auch mit. Erstmal. Wobei, ein bisschen Platz brauche ich ja immer noch. Mal da hinpacken. Okay.
Soweit, so gut. Das Team geht wieder hoch und nimmt dieses Mal. Nimmt dieses Mal. Trevor mit. Okay. Okay, ich bin da. Hier. Na, falscher Sektor. Ja. Okay. Ja. Oui? Ja, hier. Ja. Ja, verstanden. Okay. Ja. 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 Oui? Ja. Ja, hier. Ja. Hier. Ja. Ja, hier. So. In die Mitte des Daches. Und dann schauen wir mal. Grizzly packt den Rucksack wieder ein. Und sonst war ja der beste Ausbilder an der Stelle, glaube ich, sogar Trevor. Dringende Miliz kann ich mir nicht leisten derzeit. Okay. Aber die können alle noch kurz schlafen. Trevor kann ich schon mal dies reparieren anmachen. Schläft aber auch erstmal. Wobei kurz ist gut. Wo ist denn Flo? Okay, die kann auch gut schlafen noch. Dimitri ist wieder wach. Okay. Die sind jetzt alle wieder wach. Und ich habe auch ein Einkommen gehabt. Training der Miliz. 55. Ich glaube, da sind die anderen besser. Ich glaube, wo... Warum denn jetzt nur 3? Sie hat nicht genug Führungskraft. Das ist natürlich ungünstig. Wie viel braucht man denn? Wahrscheinlich reicht schon sehr wenig. Aber eins ist zu wenig. Gut, dann muss ja jemand Führungskraft beibringen. Trainer für Führungsqualität und Flo ist macht Training. Wobei kann sie das von Biff lernen? Training Rekrut Führungsqualität und Grizzly trainiert jetzt erstmal Miliz. So verrückt das jetzt vielleicht ist. Zusammen mit Biff. Oh, da bewegen sich wieder Gegner auf uns zu. Wir speichern. Sind jetzt bei Tag 4. Ach, noch nicht 21 Uhr. Also wir haben Zeit gewonnen im Moment. Ein bisschen.
Aber wir haben dafür weniger Milizen, glaube ich. Na, wo sieht denn die? Ach, da. Aber die müssten eigentlich gleich fertig sein. Die nächste... Nee, gleich noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Na gut. C13, das ist der mittlere Sektor. Wir rufen die Verstärkung. Rufen wir die Verstärkung? Oder erledigen wir das mit den Einheiten vor Ort? Ne, 20 braucht man nicht, weil Biff ja mit 13 Führungskraft schon trainieren konnte. Führungsqualität. Aber jetzt ist er an Tag 4 kommt jetzt schon ein gegnerisches Team. Da gibt es gleich schon erstes Training für Biff und Flo. In C13, da sind die ja gerade. Ich überlege nur, ob ich jetzt die Milizen rüberhole oder lieber nicht. Weil die dann eh nur kaputt gehen. Ich drück mal auf Nein. Hier schmeißen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Es sind 9 Feinde, das müsste ich eigentlich hinkriegen. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Sind ja auch die Guten dabei. Also. Oui? Chris und Trevor. Yep. Und Dimitri. Und Grizzly. Gut, die kommen jetzt hier von rechts. Ich werde trotzdem gucken. Der sieht mich sogar schon. Ja, die Pistole kannst du erstmal ablegen. Reparieren wir vielleicht später weiter. Gehen wir mal ein Stück vor. Du vielleicht dann auch schießen kannst. Kannst du ja eh schon. Triffst sogar. Sehr gut. Damit haben wir natürlich auch unsere Position schon verraten. Gut, davon haben wir jetzt auch genug Munition. So. Ja. Grizzly hat halt nicht die beste Waffenauswahl. Ja. Ähnlich wie Dimitri. Wir müssen aber trotzdem darauf achten, wo die jetzt hochkommen. Denn die werden bestimmt... Moment, ich mach mal Flo für die Rückseite. Ja, hier. Falls da was kommt. Biff. Guck einfach dahin. Und ziel dahin. Und Grizzly. Ja. Ebenso. So. Kommt noch mehr. Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Müssen die von oberhalb kommen? Ja. Oder können die auch hier sein? Kann ja sein, dass sie hinter dem Zaun spawnen müssen, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Yeah.
Mehr sieht er nicht. Ja. Maschi scheint jetzt erstmal keiner zu sein. Oh, fucking hell. Na, warten wir mal ab. Ja? Das kann ich mir nicht so recht vorstellen, ehrlich gesagt. Die sehen ja da oben gar nichts erstmal. Ich guck mal mit Dimitri dann doch nochmal auf der anderen Seite. Okay, da ist auch erstmal nix. Vielleicht kommen die tatsächlich alle irgendwie aus der Richtung. Solange die nur Pistolen haben. Ja, da sind die Verbrecher. Ne, jetzt kommt doch einer von hier. Verdammter Mist! Ja. Ja, aber dann wird wohl keiner von hinten kommen. Sind wir bei 8. Hier. Ja, hier. Ja. Dann beziehe ich euch mit ein. Ja, ich sie sehen. Doch schon so nah. Okay, 8. Ich sehe 5. Ja, hier. Versuch doch mal dein Bestes, Biff. Na, geht doch. Oui? Mensch. Aha. Flo. 38 Trefferwahrscheinlichkeit oder ich sag immer Wahrscheinlichkeit, Trefferfähigkeit, Fertigkeit. Wir sind bei 7. Okay, hier sind 3, 4, 5. 5 von 7 haben wir im Prinzip entdeckt. Yep. War, denke ich, die richtige Entscheidung. Ja. Keinen. Verdammte Scheiße. Keinen Milizen zu verschwenden und hierher zu schicken. Ja, hier. Die haben ja genug Munition, die üben jetzt Schießen, würde ich sagen. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Nur die Ruhe, das musst du reparieren.
Tauschen wir mal. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Na dann. Üb mal deine Technik. Da kam der Schuss. Kann sein, dass sie jetzt aufs Dach hochkommen, ne? Aber nicht genügend Actionpunkte. Okay. Okay. Ja. Verdammte Scheiße. Ja, hier. Ja. Na, Abducken müsste schon noch mit drin sein. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Oh, Mist! Oh, Tosa! Tosa, ich danke dir für den Raid. Sehr nett von dir. Oui? Gibst du mir das wieder zurück, sozusagen, jetzt? Dass ich dich geradet habe. Ja, danke dir. Schön. Freut mich. Machst du Feierabend? Okay, Dimitri kann nochmal. Ja. Vielleicht kann der... Ah, vielleicht kann er noch einen von den hinteren dort treffen. Der ist nämlich noch nicht kritisch. Wow, Dimitri, du bist mein Held. Okay. Gut, jetzt habe ich alle schon mal angekratzt. Grizzly. Ja, komm. Nimmst du den aus dem Rennen? Ah, noch ist er nicht tot, aber... Gut, den Rest hebe ich auf. Den Rest hebe ich auf. Yeah. Und Chris, kannst ja mal gucken, ob du vielleicht von da hinten nochmal einen... Ja, es reicht dann nicht zum Ducken. Ach, da hätte er gar nicht aufstehen müssen dafür. Egal. Ach, Parenalp, du bist auch wieder da. Habt ihr Bomberman gespielt? Hier. Noch sind es 5, aber die hier sind alle verletzt. Und werden jetzt wahrscheinlich von den AP her nicht mehr aufs Dach kommen. Da ist ein 6. Hier. Speedy Förster, hallo. Bist du unser Speedy? Ja. Der Speedy, den ich kenne? Also nicht mehr unser, aber... Das nächste Mal mit mehr Leuten. Ach so, das ist ein Multiplayer. Also was? Wie viel können dann da spielen auf einer Karte? Ja. Der GVG-Speedy, genau. GVG-Chris bin ja ich. Okay, aber da scheint niemand zu sein. Oh, fucking hell. Der ist... bis zu 64 Leute. Wie groß ist denn da die Karte? Also ja. Wenn ich mich richtig ans alte Bomberman erinnere... Verdammt. Das waren dann immer so 4 Spieler oder so, ne? Maximal. Aber das wurde denn da schon unübersichtlich mit 4 Leuten. Hier. Ja?
So. Danke dir fürs Follow, Speedy. Freut mich, dass du auch an Bord bist. Verdammte Scheiße, sagt er. Ist doch nicht schlimm, Dimitri. Die haben wir doch hier bald. Und selbst Flo und Biff können hier ein bisschen ihre Schussfertigkeiten üben. Die. Ja, hier. Die Söldner from Hell. Die nix können. Oh, Mist. So, ich glaube. Ja. Na, das lassen wir so. Falls doch jemand den. Ja. Das Dach hochkommt, dann kann Grizzly nochmal aktiv werden. Ja, das lasse ich so. So, wir haben da oben drei. Oben drei, hier noch mindestens einen oder zwei. Der eine hat sich gerade verabschiedet. Dann sind wir bei fünf. Wie viel sollen es noch sein? Sechs. Sechs sollen es noch sein. Ach, man spielt auf mehreren Karten. Okay, es ist quasi so eine Art Turnier. Dass man... Guten Morgen. Guten Morgen, Thürerwall. Ja. Okay. Okay, Thürerwall. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und schlaf gut und... Verdammte Scheiße. Ich hoffe, die beiden haben ein paar schöne Worte über deine Stadt verloren. Thürerwall kommt nämlich gerade vom Stream von Freaky P und Staubvogel, die einen Forge of Empires Stream zusammen machen auf Twitch, falls ihr das kennt. Falls nicht, könnt ihr ja mal reinschauen. Ich weiß nicht, haben sie jetzt schon aufgehört zu streamen? Also schon. Haben sie jetzt aufgehört zu streamen oder sind sie noch dabei? Ansonsten wäre das ja für euch drei, Tosa, Speedy und Alp, vielleicht auch interessant, falls ihr alle, bei Alp weiß ich es nicht, ob du Forge of Empires Spieler bist. Verdammte Scheiße! Hier. Er wird ja jetzt hier nicht Biff in den Kopf schießen. Nö, aber er trifft den Falschen. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, Chris. Ist überhaupt nicht schlimm. Dauert noch circa eine Stunde, denkst du? So, der ist jetzt im Status stirbt. Das passiert also auch nichts mehr bei dem. Der auch. Ja, das sind die beiden. Das sind Staubvogel und Freaky P. Die machen zusammen einen Stream. Also die streamen beide gleichzeitig. Aber sind auch beieinander im Stream. Dann jeweils. So, zwei sterben, drei sind hier oben. Fehlt noch einer. Wo kann der sein? Ja. Nicht, dass er dann doch noch von unten kommt. Und uns irgendwie von hinten überrascht. Aber es sieht nicht danach aus, überhaupt nicht. Hier. Ja, hier. So, bis da hinten schießt ihr nicht. Ja. Das bezweifle ich ein bisschen. Ich versuch's mal mit. Verdammte Scheiße! Ah, da sind alle. Okay, alles klar. Dann haben wir alle. Ich versuch's mal mit Dimitri. Die sind halt außer Reichweite, deswegen schießen die auch nicht. Kommt doch mal näher. Ihr seid doch außer Reichweite.
Ja. 5 oder 6 Städte noch offen. Okay. Ja, also ich wollte eigentlich gar nicht so... Ja. Also ich habe nicht beabsichtigt, so lange zu bleiben, bis meine Stadt gezeigt wird. Ich wollte auf jeden Fall weiter Jagged Alliance spielen und mein Inventar da mal begutachten. Ach komm, ja. Was soll's, wir üben Schießen. Und deswegen bin ich halt früher gegangen, aber ich wäre auch gegangen, wäre ich da noch nicht dran gewesen. Oh, nicht genügend Actionpunkte, aber die schießen eh nicht zurück. Die schießen eh nicht zurück. Schön, Flo. Wow, Flo. Flo ist eine richtige... Vielleicht hat ja Speck doch recht. Vielleicht hat Speck doch recht. Ja, hier. Eine richtige Expertin. Ja. Du siehst ihn nicht? Mittelmäßig irritiert. Okay, dann rennen einfach mal darüber. Und jetzt siehst du alles. Alles und noch mehr. Okay, Chris. Hier. Sieht auch nur den da. Na dann guck mal, ob du den triffst. Leider nicht. Okay. Ja, sie machen so eine Städteschau. Es gibt sozusagen eine Freaky Family und dann gucken sie sich immer die Städte einmal nach jedem Event an und gucken, wie sich die Städte so entwickelt haben, wenn man da mitmacht in dieser Runde. Und die Bedingung ist, glaube ich, dass es eine Welt auf W sein muss. Ansonsten kann man auch Stadtbesuche einlösen und sowas. Das ist halt auch was... Fucking hell. Hier. Auch was ich mache, wenn ich jetzt streame. Wenn ich jetzt Forge of Empires streame. Dass ich da zum Beispiel auch mir Städte anschauen würde und gucken würde, was kann man jetzt noch verbessern und so. Oder irgendwie was in der Art. Nee, das, ich glaube, das, was du geschrieben hast, ergänzt es ganz gut, Tyraval. Genau, von 30 Leuten habe ich zum Beispiel nichts gesagt und so. Gut, wie gesagt, sie schießen eh nicht. Die müssen erstmal in Reichweite kommen. Ja. Dimitri, der wäre vielleicht in Reichweite schon. Du gehst mal lieber runter. Ja. Ja, hier. Ach, du siehst den ja sogar liegend. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Kugeln, Patronen, Muni. Der ist ja niedlich. Hier. Ja. Okay. Grizzly. Komm. Der sah gut aus, aber ging daneben. Ja. Das Problem ist halt, dass Trevor wahrscheinlich treffen wird, weil Trevor einfach ein Gewehr hat. Nee. Hier. Einfach nein. Einfach nein.
Du meinst, für jeden einzelnen einen Screenshot zu machen, ne? Ja. Wann hast du das angeregt? Mit dem Screenshots? Also das letzte Mal hatte sie das nicht, glaube ich, wo ich dabei war. Der ist untreffbar. Denkst du? Manchmal ist es. Es ist hier so wie bei Forge of Empires. Ohne Meckern geht es meistens nicht. Ja, hier. Ausgezeichnet, ja, Beef. Keine Wunder, dass ich dich, ich meine, die Arbeit mit dir so sehr mag. Oui? Hier. Sie mögen sich. Okay, jetzt sind es nur noch die vier wahrscheinlich. Ja, hier. Ausgezeichnet, Beef. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Ausgezeichnet, Beef. Keine Wunder, dass ich dich, ich meine, die Arbeit mit dir so sehr mag. Ja. Oui? Ich habe eine lustige Idee. Ja. Die nehmen wir gleich mal in Angriff. Okay. Okay. Oui? Ja. Das. Ach, jetzt hauen sie ab, oui? Oder was? Nein, nein, nicht abhauen. Komm, ich will euch noch holen. Ich will euch noch holen. Flo rastet aus und rennt euch hinterher. Hier. Verstanden. Hier wird nicht geflohen. Ja. Yep. Oh, fucking hell. Also sie sind auch auf jeden Fall beide noch relativ nah dran. Da steht jemand im Weg. Biff. Ja, hier. Komm auch du runter. Wer ist denn hier unser schwächster Söldner? Tatsächlich, Biff hat weniger Kraft als Flo. Findest du, der ist übertrieben? Da drüben. Ich finde den ganz natürlich. Okay. Ja, also nach 5 Wochen sieht man doch, denke ich, durchaus eine Änderung und von daher ist es sicherlich interessant, da wirklich mal Screenshot-Vergleich zu machen. Also bei mir hat sich ja auch einiges an Änderung ergeben, aber ich glaube, ich war vor 5 Wochen nicht gescreenshottet, oder? Gab es einen Screenshot von meiner Stadt? Ja, hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, hier. Oh mein Gott. Alles klar. Könnte einen Blick wert sein. Verdammter Mist. Alles klar. Yep.
Ja. Okay, die anderen... Ja, hier. Die anderen, bei den anderen klappt es wahrscheinlich eh nicht. Und du sollst nichts mit Munition bei ihm machen. Oui. Ich glaube, dann kommt die Ehre doch Flo zuteil. Flo, du rennst rüber hier zu dem Guten. Mais oui. Was sehe ich da? Und kümmerst dich um ihn. Okay, ja. Also die anderen werden jetzt nicht mehr hinterherkommen, ja. Wirklich. Ja. War das jetzt überhaupt gerannt? Das war, glaube ich, gelaufen. Ja, hier. Gegangen. Aufklärung erfolgreich, Feind überlegen. Ja. So, Trevor. Schnapp ihn dir. Oh, right on. Hier. Super. Wow. Alle Feinde dort hier. Wir lassen doch niemanden entkommen. So. Neuen Loot, aber ich glaube nur Munition. Naja, Waffen auch noch. Waffen auch noch. Und auch die Munition für diese Waffe. Eine Grach. Ist auch nicht schlecht. Jetzt haben wir aber genug für die CZ, würde ich sagen. Da muss ja eigentlich nicht dieser komische Heckler und Koch nehmen, die Null hat. Was hat Flo? Flo hat eine Viking. Und die Grach nimmt auch das 9x19. Die ähneln sich sehr, die Waffen. Kann auch mit zwei schießen, aber ich bezweifle, dass sie das einigermaßen gut hinkriegt. Füllen wir erstmal die Munition auf. Okay. Vielleicht nimmst du die Grach. Nimmst du die Grach und machst damit Krach. Gute Nacht. Dann haben wir auch zwei gleich große Magazine auch. Das ist ein Vorteil. Dann haben nämlich beide Waffen können nämlich beide Waffen 15 Kugeln laden oder fassen. Und ich muss die Magazine nicht ständig umkonvertieren. Die Modelle für die Magazine sehen exakt gleich aus. Oder bin ich jetzt falsch? Nee, das sind ja die 15 Rounds. Okay.
Genau, weil die hat ja nur ein Fassungsvermögen von 8. Okay. So, und die CZ wäre dann vielleicht doch was für Dimitri. Hat der nicht eh schon sowas? Was ist denn das? 40er. 40er, ja. Der hat eh schon sowas. Genau, dann gäbe es einfach nur noch mehr Munition für seine Waffe. Müsste hier nicht die angefangene verwenden. Können wir nachladen und passt noch ein bisschen was rein. Gut, und könnten wir auch noch mitnehmen. Das ist Glaser, deshalb. Deshalb passt es da nicht mehr oben drauf. Egal, nehmen wir trotzdem mit. Okay, und dann haben wir diese Munition. Die ist halt die für Chris' Waffe. Und erstmal überall nachladen. Bei allen in dem Sektor. Biff, hat der schon nachgeladen? Ich glaube nicht. Yes, okay. Okay, machen wir so. Dann haben wir Chris. Chris hat diese Munition. Aber er ist schon voll mit der Munition. Mal gucken, wie viel wir davon noch mit uns tragen können. Glaser. Okay. Grizzly. Habe ich schon nachgefüllt. Kann ich nicht mehr. Kann ich hier noch hinlegen. Kann er mitnehmen. Der kann noch was mitnehmen. Nimmt er noch mehr davon mit? Ah. Ja. Ich vergaß. Okay, passt. So. So, Flo, Rekrut, Führungsqualität, Biff, Training, Miliz, Chris, Training, Trainer, Führungsqualität. Dimitri, Grizzly, Trevor. Trevor, Reparieren der Gegenstände. Grizzly, Training der Miliz. Und ich denke mal, Grizzly ist besser darin als, ja, als Dimitri. Training der Miliz und Dimitri macht pff,
macht, was macht Dimitri? Also ein bisschen müssen sie noch ausharren. Und dann würde ich Chris, Dimitri, Trevor sind es nur die drei? Grizzly. Chris, Dimitri, Trevor und Grizzly losschicken und hier mal die Gegend erkunden lassen. Genau. Und Dimitri muss dann also noch irgendwas üben, aber was? Er könnte halt auch Rekrut in Führungsqualität sein, weil. Kann Chris nicht mehrere auf einmal lehren? War das nicht so? Anscheinend nicht. Training. Rekrut. Nicht Rekrut dann, sondern. Machst du Sprengstoff haben? So. Okay, Tosa. Dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Bomberman oder Risk? Risk ist Risiko, nehme ich an. Schreibe ich mir mal auf. Schreibe ich mir mal auf. Steam habe ich ja. Danke für den Tipp, Tosa. Dann können wir vielleicht beim nächsten Mal gegeneinander spielen oder miteinander. Okay. Aufgezeichnet und ja, Zeit vergehen lassen. Zeit vergehen lassen. Bin bereit, weiterzumachen. Ich stolz sein. Ich mache Fortschritte. Und wieder ein Job erledigt. Drassenmine wird angegriffen. Da brauche ich durchaus Verstärkung. Oh, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Ich habe nicht gespeichert. Nach dem Inventarmanagement. Wie geht's? Wir haben Besuch. Daydrunners Männer sind im Anmarsch. Sind nämlich nur Fox und Ira da. Mit den Milizen. Das ärgert mich jetzt. Ich hätte die anderen gerne damit rübergeschickt, dann wäre das wieder relativ flott gegangen, dass sie die erledigen können und ich würde keine Milizen verlieren. Und jetzt verliere ich garantiert Milizen. Ich hatte irgendwo geladen, bevor ich die beiden. Ich gehe erstmal zum Sektor. Und dann gucke ich mal nach. Ich denke, bevor ich die beiden.
die Armee. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Den beiden hinterhergejagt bin. Danke dir, Tosa. Bin bereit. Also, ich speichere mal an der Stelle. Unter Chris Stream. Und schau nochmal, was ich im Quicksave habe. Noch auf dem Dach. Ich habe keine Lust, das Inventarmanagement nochmal zu machen. Aber es wäre wichtig, dass die damit unten sind. Dass ich keine Milizen verliere, weil die jetzt eh schon so teuer sind die ganze Zeit. Ja? Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Wie viel leben denn jetzt hier noch? Was? Das ist ja noch ganz am Anfang. Ach, ich glaube, das mache ich mal off-stream. Oder soll ich das jetzt nochmal mitlaufen lassen? Das nervt mich jetzt. Das nervt mich jetzt. Oh, fucking hell. Ja. Verdammt. Stirbt. Okay. Ja? Sieht er den denn nicht mehr? Doch, doch, sieht er noch. Lohnt aber nicht. Hier. Ja, hier. Oui. Go with the flow. Ja. Hier. Ja, Flo hat definitiv die geheime Fähigkeit, gut schießen zu können. Und nur...
Speck weiß das. Nur Speck weiß das, dass sie diese tolle Fähigkeit hat. Ja. Gut. Wir alle sterben zusammen. Oh, werd mir nicht so panisch. Nicht, doch nicht bei den Gegnern. Doch nicht bei den Gegnern hier. Ja, hier. Ich bin ja ein guter Schütze, aber das schaffe nicht mal ich. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Oui. So, sie kann sich nicht mehr hinlegen. Ja. Ihr auch nicht? Ja. Hier. Ja. Warum trifft denn er nicht? Ja. Was ist denn da los? Muss ich da doch die Experten für nehmen? Right on. Hier. Super. Kommt, noch nicht fliehen. Sind alle vier, ne? Hier. Oui. Schön, Flo. Ja, hier. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Ausgezeichnet, Beef. Keine Wunder, dass ich dich, ich meine, die Arbeit mit dir so sehr mag. Ja. Verdammte Scheiße. Okay, wen haben wir jetzt noch? Chris und Grizzly hat auch noch eine Pistole. Die stehen da sehr ungedeckt, aber passiert eh nichts. Okay, jetzt steht er sogar ungedeckt da und... Yep. ...in voller Größe. Hier. War auch nicht der, der es werden sollte? Von der Originalplanung? Macht aber auch nichts. Okay. Hier. Die müssten alle noch näher rankommen, damit sie schießen können. Ja, hier. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Ausgezeichnet, Beef. Keine Wunder, dass ich dich, ich meine, die Arbeit mit dir so sehr mag. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Ausgezeichnet, Beef. Keine Wunder, dass ich dich, ich meine, die Arbeit mit dir so sehr mag. Oh, oui? Ich habe jemanden umgebracht. Ja, hast du wohl. Ja. Ja. Du bist sozusagen eine Mörderin. Ja.
Trevor, yep. Kannst du den anderen anschießen? Leider nur einmal. Angst, dass der jetzt abhauen hier. Will. Natürlich immer zu. Nee, geht nicht mehr zu ihm umdrehen. Ja. Hier. Die wollen wohl wieder abhauen. Yep. Ja. Ja. Oui. Der war gut. Ja, hier. Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Nee, sie hauen noch nicht ab. Jetzt hat er Technikfertigkeit 1 gewonnen, dadurch, dass er die Waffen immer wieder reparieren musste. Die ihm immer wieder gejammt sind. Ja. Oui. Und Biff. Speedy, auch dir eine gute Nacht. Kugeln, Patronen, Muni. Schön, dass du da warst. Vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Ja. Hier. Was ist das? Bis dann, ciao. Yep. Yep. Na, jetzt seid ihr doch eh schon verloren, wollte ich sagen. Keine Kugeln! Ja. Gut. Oui. Geschicklichkeit hat er gewonnen, okay. Im Stehen hätte ich schießen können. Ja, hier. Er nicht. Ich bin ja ein guter Schütze, aber das schaffe nicht mal ich. Na klar, das schaffst du. Der Stündlein hat geschlagen. Ja. Na gut. Yep. Hier. Yep. Sieht man ihn nicht? Was ist das? Sieht man ihn nicht? Bis dann. Hier. Na komm, renn ein bisschen ran. Was ist das? So.
Operation gelungen. Patient tot. Wow! Alle Feinde... Wow! Der Loot ist ungefähr der gleiche. Ich hatte die Grach jetzt bei Biff verortet. Im Austausch gegen die andere Munition. Gut. Gut. Das ging jetzt auch relativ schnell, weil ich es noch ungefähr wusste. Bin mir nicht sicher, ob ich die CZ mitgenommen hatte, aber ich glaube nicht. Okay. Dann bleibt es so, dass nur Biff hier bleibt und Milizen trainiert und das zusammen mit Dimitri dann macht. Deutlich besser mit Grizzly. Besser mit Grizzly. So, und ihr kommt noch nicht mit rüber, aber später. Trevor muss ja reparieren. Das ist halt das Problem. Moment mal, Flo lernt jetzt 10 von 10, wenn sie übt. Und wenn sie Training als, also trainiert als Rekrut für Führungsqualität, lernt sie nur 9 von 9. Deswegen ist es, glaube ich, besser. Was machen die überhaupt? Pause und Arzt.
Okay, brauchen wir beides nicht. Dann üb doch für dich alleine. Dann üb doch für dich alleine und Chris. Hilft dann mit bei der Miliz. Aber ich speichere jetzt einfach mehr. Schick sie mal alle ins Bett. Bin bereit, weiterzumachen. Ihr sollt auch weitermachen, ja. Speichere wieder. Ich sehe ja eigentlich, wenn die da auftauchen. Fix und fertig. Ich bin soweit. Stopp. Ja. Das ist fair, Sportsfreund. Und du... Es lohnt sich, aufzupassen. Ich tue, was ich kann. Also meine Miene produziert fast nur für Trevor. Ich lerne schnell. Ich bin soweit. Und wieder ein Job erledigt. Okay. Ich muss überlegen. Das Schlimme ist, das nächste Geld, was ich jetzt, was jetzt reinkommt, muss ja wieder für Trevor draufgehen. Also jetzt haben wir schon ein ganz gutes... ganz gute Versorgung hier. Was die Milizen angeht. Der Trupp ist dieses Mal nicht gekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich ja nochmal neu geladen habe. Für den Trupp. Dass er dann doch nicht gekommen ist dieses Mal. Und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, ich schnappe mir jetzt so viel Inventar, wie ich irgendwie tragen kann. Was nicht viel ist. Und gehe mit allen Söldnern bis auf
wahrscheinlich Biff und Ira. Weil die beiden zusammen weiter Milizen trainieren könnten. Nach San Mona. Und Flo. Flo kann ja für sich üben. Bis sie dann mit der Führungsqualität so weit ist, dass sie selber mithelfen kann und Ira im Prinzip alleine gehen kann. Oder dann mitgehen kann. Früher oder später. Alternativ könnte ich jetzt Skyrider suchen, um Drassen herum, der sich ja da rumtreibt. Und hätte dann relativ bald den Helikopter zur Verfügung. Und kann mit dem Helikopter fliegen. Was aber wiederum nicht geht, weil ja die Flugabwehr von Blade Runner noch existiert. Die müsste ich halt auch vorher zerstören. Aber ich denke, das sind Gedanken, die ich mir dann in der nächsten Zeit mache, um da eine Lösung zu haben, bevor ich weiterspiele. Und würde jetzt den Stream beenden an dieser Stelle und sage euch vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Folgen, vielen Dank für den Raid, vielen Dank für die Rucksackerinnerung und schlaft gut, ich gehe jetzt auch schlafen und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder, wenn ich Jagged Alliance 2 nochmal weiterspiele. Mal gucken. Genau, also ich würde jetzt auf jeden Fall den Stream beenden. Weizenspam ist der Mongoosa online. Und ich schaue mal, ob ich noch jemanden raiden kann. Den Text kann ich ja noch lesen. Ich sage euch schon mal Danke und eine gute Nacht. Aber hatte ich ja schon gesagt. Genau, ich gucke noch wegen dem Raid. Also, gut, wer nicht online ist, ist Mongoosa. Aber Freaky P und Josie sind noch online und von daher raide ich zu ihnen zurück. Und, beziehungsweise raide zu ihnen und von daher, wenn ihr euch für Forge of Empires interessiert, Tyra, weil du wolltest doch schon im Bett sein. Raide ich zu den beiden und sag nochmal Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. Schnell, denn ist Schluss, ne? Die werden auch Schluss machen. Okay. Egal. Ich raide zu ihnen.